Ja, hallo lieben, schöne Weihnachten nochmal, für mich, wenn ich es gesehen hat. Ich bin schon mal der Vater von Beziehungscode. Und ich habe so das Gefühl, ich muss mir dieses Statement von Bijan doch nochmal richtig vornehmen hier. Geht um diesen Skandal mit Oliver Pocher. Ich finde das aus verschiedenen Gründen total interessant. Und die vermeintliche amorösen Verwicklungen, die es da gegeben haben soll, wie Olli Pocher zumindest sagt und was Bijan natürlich abstreitet. Und ich habe ja schon gesagt, dass ich es, glaube ich, nicht so die beste Idee finde, ein Statement zu machen. Warum, würde ich auch nochmal sagen. Habe ich schon mal gesagt, aber ich würde das, glaube ich, nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Wir gehen einfach mal durch. Hoffe, das gefällt euch. Mir geht's gut, aber in den letzten Wochen, da ging es mir natürlich nicht immer gut. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Da standen so viele Dinge im Raum, Behauptungen, Schlagzeilen, Lügen, die verbreitet wurden. Und ich bin ein Mensch, der sich nicht darauf konzentriert. Also ich konzentriere mich nicht auf das Schlechte. Ich versuche mich jeden Morgen auf das Gute zu konzentrieren. Das heißt, was kann ich tun? Was sind meine Hausaufgaben? Was kann ich tun für mich? Was kann ich tun für die Menschen, die mich mögen? Aber ich glaube, jeder von euch kann auch nachvollziehen, dass es einen Punkt gibt, wo man etwas sagen muss. Besonders dann, wenn gewisse... Ja, gibt es, glaube ich, nicht unbedingt, aber gut, ist deine Entscheidung. Ich finde es immer zu viel, aber da stehen natürlich ganz viele Menschen drauf, dass dieses Makellose bei ihm, es ist alles immer top ausgeleuchtet, top Farben, also es ist alles... Ja, also ich weiß, ich meine, da stehen viele Menschen drauf, aber das setzt sich natürlich dann fort, dass man denkt... Ja, wenn das so makellos ist, dann können wir vielleicht auch alle so ein makelloses Leben haben. Also das ist, ich habe jetzt kein Problem mit so Glückscoaches, aber dieses, weiß ich nicht, wenn du nur genug Glückskekse aufmachst, dann hast du keine Probleme im Leben. Das, so ist es eben auch nicht, so ist es noch nicht mal bei Bijan und das nervt mich immer so ein bisschen, ne? Aber naja. Grenzen überschritten werden und das bin ich euch schuldig. Mich erreichen so viele Nachrichten, so viele Fragen auch von euch und deswegen würde ich sehr gerne jetzt ein paar Gedanken mit euch teilen. Zu meiner angeblichen Liebesbeziehung zu Amira. Das stimmt nicht. Wir hatten keine Liebesbeziehung, wir haben keine Liebesbeziehung. Aber wisst ihr, wenn einem nicht geglaubt wird, dann muss man ein Gericht einschalten. Als letzte Instanz. Und dieses Gericht entscheidet auf Basis von Beweisen, wer hat Recht und wer hat nicht Recht. Und das habe ich gemacht. Und das Gericht hat entschieden und hat einstweilige Verfügung erlassen. Das heißt, keine Medien dürfen mehr diese Gerüchte streuen, diese Lügen streuen. Und außerdem habe ich eine eidesstattliche Erklärung abgegeben. Und jeder, der weiß, was eine eidesstattliche Erklärung ist, der weiß, dass eine Falschaussage mit hohen Strafen verbunden ist. Das heißt, das ist nicht etwas, was man einfach so aus einer Laune heraus macht, sondern nur, wenn man reines Gewissen hat und wenn man absolut überzeugt ist von der Wahrheit. Das habe ich gemacht. Ja, also ist in vielen Fällen so, würde ich gar nicht abstreiten. Vollständigkeit halber oder wenn man meint, das kann sowieso niemand rauskriegen, aber will ich mir jetzt nicht unterstellen. Ich würde trotzdem mal gerne so ein bisschen aufräumen, weil ich mich da aus eigener Betroffenheit leider mit auskenne mit diesem Scheiß. Also ein Beweis, ob das jetzt Beweise sind, also er spricht jetzt von einstweiligen Verfügungen. Also eine einstweiligen, also ich bin jetzt kein Anwalt, aber ich habe leider umfangreiches Laienwissen, leider. Du schreibst erstmal eine Abmahnung mit einer Frist, damit sich der Betroffene äußern kann. Wenn diese Abmahnung nicht unterschrieben wird, gehst du ans Gericht und beantragst eine einstweilige Verfügung. Und da wird meiner Ansicht, soweit ich weiß, üblicherweise der Betroffene nicht mehr angehört, weil er hätte sich ja äußern können bei der Abmahnung. Und damit es aber trotzdem nicht jeder einfach irgendwie eine einstweilige Verfügung erlassen kann, gehört zu diesem ganzen Spielchen eine eidesstattliche Erklärung. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt, wie gesagt, das ist nur mein Laienwissen, zwei Sachen gemacht hat, sondern dass, also du wirst meiner Ansicht nach nie eine einstweilige Verfügung durchkriegen, wenn du nicht eine eidesstattliche Versicherung abgibst gleichzeitig so, ne? Also insofern ist es jetzt nicht so ein On-Top, sondern das hängt halt zusammen, aber es ist natürlich sein gutes Recht und also wie gesagt, Oliver Pocher, habe ich ja schon gesagt, zieht meiner Ansicht nach eine ekelhafte Spielenkampagne da ab und natürlich finde es gut, dass er sich gegen wehrt. Ich würde da noch nicht öffentlich drüber reden, weil das immer noch mehr Leute drauf stößt irgendwie und
Oliver Pocher kann ihm ja nicht schaden. Also du kannst Menschen nicht schaden. Es gibt da keine negative Publicity, wenn du nicht, weiß ich nicht, Kanarienvogel abschlachtest von morgens abends. Gibt es keine negative Publicity. Also er, egal was Pocher jetzt noch macht, er wird da unendlich viel von profitieren. Das ist zwar ekelhaft, man muss diese Hate-Nachrichten aushalten. Aber ich denke, er wird vielleicht seinem Schöpfer in einer gewissen Zeit kniend danken, dass Oliver Pocher das gemacht hat, weil das wird, ich glaube, er hat jetzt schon doppelt so viele Follower. Also das ist Wahnsinn. Also nichts lässt die Follower so stark wachsen wie ein Konflikt. Wissen viele YouTuber. Also insofern, ja, wird ihn das nicht schaden. Ich finde diese ganze Sache, ich meine, da müssen wir natürlich jetzt erstmal so hinnehmen, was Oliver Pocher ja so ein bisschen sagt, ist, ja, was ist denn eigentlich jetzt genau eine Liebesbeziehung? Heißt jetzt Liebesbeziehung auch, dass sie keinen Sex gehabt haben, so, ne? Ich finde es trotzdem, offensichtlich war es ja ein bisschen flirty, sage ich mal, aber gut, das ist natürlich keine Liebesbeziehung. Ich finde, es geht so ein bisschen, ich finde diese ganze Aktion irgendwie scheiße. Also das ist meine Meinung, das ist nur meine persönliche Meinung, weil mein Gott, also jeden Tag verlieben sich 1 Million, zig Millionen Menschen und verlieben sie in die falschen Partner und verlieben sie, obwohl sie in einer Beziehung sind. Und warum dann, also ich weiß ja überhaupt nicht, was da jetzt passiert ist, aber warum dann nicht dazu stehen, warum so eine Sache anzetteln, ja, dann wird eben spekuliert, ob die was hatten oder nicht, ja, drauf geschissen, ey, was ist das denn jetzt so wichtig, dass keiner denkt, dass die was hatten, irgendwie so, wieso ist das überhaupt so schlimm? Sie war, also vor allem, ja, okay, verstehe schon, warum schlimm sein könnte, aber sie denken auf jeden Fall, es wäre schlimm. Amira Pocher war ja scheinbar angeblich sogar noch nicht mal mehr in einer Beziehung, die kann ja eh machen, was sie will, so. Und Bijon weiß auch kein, also soweit, ich habe jetzt nichts gefunden, wo klar aussichtlich wird, ob der mit seiner Frau noch zusammen ist, so, ne? Also ich habe da nichts gefunden. Also ich habe auch das Video geguckt von ihr, da kommen wir gleich auch nochmal rein, von der, komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber gleich, sie werden wir ihn sehen. Da hat sie nichts davon gesagt, ob sie noch in einer Beziehung ist. Gar nichts, nicht ein Wort, ne? Und er sagt ja auch nichts von, so, ne? Also insofern, vielleicht sind die auch nicht mehr zusammen, so, weißt du? Und warum, ja, dann haben die eben irgendwie, was weiß ich, rumgeflirtet oder was weiß ich. Warum muss man da so einen riesen Aufriss vormachen? Ja, nur weil es irgendwie vermeintlich schlecht ankommt. Also wenn das so wäre, konjunktiv, dann wären die aber keine authentischen Coaches, so, ne? Weil dann, weiß ich nicht, versuchst du so einen Schein zu wahren, der gar nicht stimmt, aber ich will ihm das jetzt natürlich nicht unterstellen, aber ich finde so ein bisschen, also diese ganze Aktion, ich kann die irgendwie nicht verstehen, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Das Gericht hat entschieden. Also ich habe ja schon gesagt, auch im anderen Video, er soll sich wehren, aber ich finde, man soll sich wehren dagegen, dass Oliver Pocher ihn eigentlich permanent beleidigt, das ist ja noch eine andere Sache, und seine Kunden da anspricht in der Reihe und ihn auch als Wettbewerber versucht runterzuziehen. Also da könnte man ja problemlos ansetzen, auch mit Abmahnung. Das sind ja, also gesagt, bei Abmahnung gibt es ja häufig so diese zwei Wege. Das ist so Persönlichkeitsrecht und Wettbewerbsrecht. Ne? Also könnte über Wettbewerbsrecht könnte da so viel machen. Ne? Also warum man das nicht macht, ich weiß es nicht. Ne? Entschieden, mehr kann und muss ich dazu nicht sagen. Außerdem wurde behauptet, ich hätte meine Doktorarbeit abgeschrieben. Und auch das ist eine Lüge. Ich habe sie selbst geschrieben, mit viel Schweiß, mit viel Kraftaufwand, jeden Morgen aufstehen, jahrelang eine hunderte Seiten lange Doktorarbeit schreiben, ist alles andere als einfach. Und das hat mich auch getroffen, weil ich weiß, wie viel Herzblut ich da reingesteckt habe. Ich habe selbst die Uni kontaktiert und habe sie gebeten, alles zu überprüfen. Ich wollte wissen, habe ich irgendetwas falsch gemacht, vielleicht unwissentlich. Gott sei Dank, vielen Dank an die Uni. Das hat sie ganz kurzfristig gemacht, alles gecheckt, hat mir geschrieben, alles ist sauber, ich habe sie selbst geschrieben, also auch eine weitere Lüge, die einfach so aufgestellt wurde. Ich könnte jetzt so weitermachen und mich erklären, aber die hat er gut gelöst, finde ich. Wirklich ekelhaft, was der Pocher macht, muss ich echt sagen. Ich hätte, glaube ich, eher gesagt, Mensch, der Uni, kannst du nicht mal eben eine Pressemitteilung machen oder ich hätte es mal eben, weiß ich nicht, ganz kurze Sache irgendwo in der Story. Ich würde das nicht aufgreifen, weil was weiß ich, weißt du, die, weiß nicht, Leute versuchen, ihn mit Dreck zu bewerfen, du ziehst weiter, du musst dich auch nicht rechtfertigen, wenn du nichts gemacht hast. Und aber gut, egal. Die letzten Wochen haben mich extrem nachdenklich gemacht, weil viele von euch wissen, mein Thema ist das Glück. Also ich frage mich jeden Tag, was macht Menschen glücklicher? Ich rede darüber, ich schreibe darüber. Aber es gibt auch noch die Kehrseite vom Glück, das Unglück.
Und ich musste mich mit dem Unglück beschäftigen, weil ich jeden Tag mit unglücklichen Menschen zu tun hatte. Unglückliche Menschen, das sind Menschen, die mit Dreck schmeißen, weil es ihnen selbst dreckig geht. Das sind Menschen, die sich ständig über andere erheben müssen und sich dann rassistisch äußern, frauenfeindlich äußern, die sich homophob verhalten. Und diese Menschen fühlen sich scheinbar besser, wenn es anderen schlechter geht. Und das ist einfach menschenverachtend. Unglückliche Menschen sind Menschen, die ständig andere Menschen runtermachen müssen, um sich besser zu fühlen. Aber sie machen sich damit zu Opfern ihrer selbst. Das heißt, wer zu anderen Menschen würdelos ist, der verliert dabei seine eigene Würde. Und das ist extrem traurig. Und ich bin auch niemand, der immer glücklich ist. Oder jemand, der nie Fehler macht. Das hört man, glaube ich, zum ersten Mal von ihm. Also ich habe ihn früher nicht verfolgt, aber könnte ich mir vorstellen. Aber das würde ich so schön finden, wenn diese ganzen Hypercoaches, die nie einen Fehler machen, wenn die mal sagen, hey, ich habe manchmal auch Struggle, ne? Ich habe manchmal auch Schwierigkeiten. Damit bleibst du doch menschlich, ne? Also, naja. Ich weiß auch, was Unglück bedeutet. Und das scheinbar größte Unglück habe ich im letzten Jahr erlebt, bei der Geburt unseres Babys. Wir hatten eine so schwere Geburt. Wir waren wochenlang auf der Intensivstation. Ich hatte mein Baby quasi zweimal tot in meinen Armen liegen. Es hatte 15 Minuten keinen Herzschlag, bevor es dann reanimiert werden konnte. Es hatte einen Tag lang keine Hirnfunktion und die Ärzte haben gekämpft. Also tut mir total leid für ihn, wirklich. Also ganz schlimm, kriegt man so Gänsehaut. Sorry, wenn ich jetzt trotzdem wieder mit meinem bescheidenen neuropsychologischen Wissen jetzt mal sage, einen Tag ohne Hirnfunktion, ich meine, 10 Minuten keine Hirnfunktion, du wirst für tot erklärt. Also das verstehe ich nicht so richtig und es ist bestimmt ganz schlimm. Ich hoffe einfach nur, dass er es nicht schlimmer macht, als es war für irgendwie, weiß ich nicht, dass er noch besser, das hoffe ich wirklich nicht. Ansonsten gibt es nichts Schlimmeres als ein krankes Kind, es gibt nichts Schlimmeres als einen kranken Säugling, den man da präsentiert bekommt, ganz furchtbar und trennen sich auch, ist auch kein, hat man nichts falsch gemacht, also trennen sich 80-90% der Paare nach so einem Scheiß irgendwie und also vor allem, wenn das Kind dann krank bleibt, weiß ich jetzt nicht, also, aber gut, okay. Und wir als Familie konnten nichts machen, außer beten, hoffen, weinen und wussten nie, wird unser Baby überleben? Und wenn ja, wird es ein Pflegefall, was die Ärzte grausam vermutet hatten. Und wie durch ein Wunder und durch Gottes Hilfe hat unser Baby überlebt und es geht ihm gut. Und wir sind unendlich dankbar dafür. Und es tut so weh, und das könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, wenn man dann sieht, dass Menschen oder Medien die Bilder von dieser Intensivstation nutzen als Mittel, als Instrument, um uns als Familie zu schaden oder weh zu tun. Also kein Statement, ob die noch zusammen sind. Ich sag's jetzt einfach mal nur so. Und ich meine, das sind immer so die Schattenseiten, wenn man von den Medien lebt. Lebe ich ja letztlich auch, lebt er von. Ja. Ist natürlich total scheiße, ne? Aber ja, ich will es nicht sagen, setze Game, aber du kaufst halt das eine mit dem anderen ein, so ein bisschen, aber ich weiß auch nicht ganz genau, was er jetzt meint. So. Also es gibt für mich keine Erklärung, wie ein Mensch oder wie Menschen sowas machen können. Ja, also Menschen machen alles Mögliche und Medien sind schon extrem dirty teilweise, ne? Also würde ich ihm definitiv recht geben. Und nach der Geburt war ich überfordert. Also wir dachten, unser Baby wird vielleicht ein Pflegefall und deswegen habe ich mich in Arbeit gestürzt. Ich habe falsche Prioritäten gesetzt. Ich habe gemacht. Und hätte einfach mehr da sein müssen, auch für die Familie. Mehr Zeit zu Hause verbringen müssen. Ja, meiner Ansicht nach gibt es ja da dann, also Sheila Gomez heißt seiner Frau, recht? Sind wir gleich noch? Das habe ich jetzt verstanden. Ich würde es heute anders machen. Aber ich war einfach nach dieser Zeit, nach der Hölle
die man erlebt hat, die wir erlebt haben als Familie, völlig überfordert. Aber das heißt auch, dass man im Unglück erkennen kann, was hat man falsch gemacht, was hat man gelernt und wie wird man es heute machen. Aber von der Geburt an bis heute bin ich immer da für die Familie. Ich bin immer da gewesen für die Familie. Ja, das steht im ganz klaren Widerspruch, was seine Frau sagt. Ich liebe meine Familie und ich hoffe, dass ihr mich auch in diesem Punkt jetzt ein bisschen besser versteht. Und natürlich frage ich mich auch, was in so Momenten, wenn Menschen auf einen zukommen und einen attackieren, Glück ist. Und Glück ist auch in diesen Momenten einfach diese innere Kraft zu haben, zu verzeihen, über diesen Provokationen zu stehen, über diesen Anfeindungen zu stehen und sich selbst treu zu bleiben. Sich selbst treu zu bleiben, seinen eigenen Weg zu gehen. Und das werde ich immer machen. Ich werde jeden Tag aufstehen, mein Bestes geben, nicht nur für mich, sondern auch für euch, für die, die mich mögen. Das schwöre ich euch, egal was kommt, ich werde immer weitermachen und mit ganzem Herzen das tun, was ich liebe einfach. Ja, das ist mein Warum, ist einfach für Menschen da zu sein. Egal, wo ihr mich erlebt habt oder noch erleben werdet, ihr wisst genau, wie viel Herzblut ich in alles stecke, was ich tue. Und ich werde mein Bestes geben, Menschen mitzunehmen auf diese Reise. Ja, wenn ich Menschen sehe, die etwas glücklicher sind durch irgendetwas, was ich getan habe, dann ist das das schönste Gefühl. Einfach zu wissen, ich habe in diesem Leben von diesem Menschen etwas bewirken können. Und das werde ich immer weitermachen. Und ich hoffe, dass ihr mich jetzt besser verstehen könnt, fühlen könnt, wisst, wofür ich stehe. Und ich danke euch für eure Unterstützung, für die vielen, vielen auch lieben Nachrichten natürlich, die ich kriege. Und wünsche euch wunderschöne Feiertage, wunderschöne Festtage. Ja, also ich hoffe, das ist jetzt nicht zu despektierlich, wenn ich mal sage, seine Frau hat das scheinbar nicht glücklich gemacht. Also die hat sich ja sehr beschwert. Das gucken wir jetzt gleich mal rein. Und das finde ich halt immer, also ich meine, wer keinen Fehler macht, wer für den ersten Stein, wirklich, wir machen alle Fehler. Aber ich würde mir immer so wünschen, dass dann auch mal gesagt, dass er zum Beispiel sagt, naja, ich versuche Leute glücklich zu machen, aber ja, meine Frau konnte ich scheinbar nicht glücklich machen oder scheinbar war ich nicht genug da. Oder dass man sagt, ja, ich liebe meine Arbeit und ich verdiene auch gern Geld. Also immer dieses Heilige, ja, ich will nur alle Menschen glücklich machen. Und sagen wir nochmal, wie es ist. Viele Coaches helfen bestimmt vielen Menschen und ist jetzt auch überhaupt gar keine Wertung oder so und verkacken trotzdem Sachen im privaten Leben. Und warum kann man das nicht sagen? Warum kann man sich nicht menschlich machen? Genau wie ein Zahnarzt, weil ich mal schlechte Zähne hat. Und wie gesagt, ich will ihm da nichts unterstellen, aber seine Frau scheint es nicht so glücklich gewesen zu sein. Und ja, das kommt dann so super authentisch und ehrlich rüber und ist es eventuell doch nicht so, ne? Also Fragezeichen, ich weiß natürlich nicht. Ne? Hab mir die Kommentare durchgeguckt, die sind zu 99% ultra positiv. Frage mich natürlich schon. Werden die negativen Sachen gelöscht, steht ihm natürlich komplett frei, alles gut. Würde ich vielleicht auch machen, aber naja. Gut, gucken wir mal bei seiner Frau rein, was die denn da so gesagt hat. Jetzt zu der Frage, wie es mir geht. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es geht mir gut. Sagen wir mal so, ich hoffe auf bessere Zeiten und ich denke immer wieder, ich habe das letzte Jahr durchgestanden. Ich habe diese Schwangerschaft durchgestanden mit 6 Monaten liegen, davor auch schon 1 Monat liegen, also insgesamt 7 Monate und zwar 24 Stunden am Stück. Diese für mich sehr schlimme Geburt, danach diese diese herausfordernde Intensivzeit auf der Intensivstation, diese Ängste und all das, was in dieser Zeit passiert ist. Und das habe ich durchgestanden. Und, okay, wir müssen nach vorne mal. Letztes Jahr war für mich eine sehr
herausfordernde Zeit. Ich habe eigentlich die ersten 10 Monate 99% komplett alleine gemacht, die Nächte alleine gemacht. Und das war damit verbunden mit 30, 40 Mal geweckt werden. Manchmal ging 2-3 Mal der Monitor an. Der Kleine war parallel 2-3 Mal pro Stunde wach. Und ich habe eigentlich nicht länger als 20 Minuten in den ersten 10 Monaten geschlafen. Und das hat mich wirklich, wirklich fertig gemacht. Dann habe ich die Arzttermine zu 99,9% eigentlich alleine gemacht. Ich habe die Übungen mit dem Kleinen, wenn da draußen Physiotherapeuten sind, Wolterübungen, da fixiert man das Kind, musste ich 3 bis 4 Mal am Tag mit ihm durchführen. Dann war ich die ersten Monate, ich hatte einen Dammschnitt, der wurde falsch genäht, das ist nach innen gewachsen, dazu hatte ich dann noch einen Darmriss bekommen. Also ich hatte gut, mehr brauchen wir, glaube ich, nicht wissen. Also passt aus meiner Meinung nach überhaupt nicht zu dem Statement von Bijong. Also jetzt wissen wir, die Wahrheit kennen wir natürlich nicht. Aber das riecht, also mir wäre es auch alles scheißegal, wenn man es nicht immer wieder diese Glücksguru-Szene, immer wieder alles kein Problem, alles, wir haben alles im Griff, wir haben alles super, wir machen alle glücklich. Nee, scheinbar nicht, ne? Und das ist das Einzige, was mich stört. Wir alle machen Fehler, wir alle sind fehlbar und aber das nervt mich irgendwie richtig, was ja nicht geht, dass mich triggert das richtig hart. Sag ich ganz ehrlich. Naja, gut, wird bestimmt noch mehr kommen, sag ich mal. Ich hoffe, das ist alles so verständlich geworden, was so meine Punkte hier sind. Meiner Ansicht nach war das Statement von Bijong mehr oder weniger überflüssig. Wie gesagt, ich glaube, also wenn nicht in seiner Situation gewesen wäre, ich jetzt, glaube ich, anders gemacht irgendwie. Habe ja auch schon mit so Mini-Shitstorm zumindest auch schon Erfahrung gehabt und ja, dass man so mit Dreck beworfen wird. Ja, aber und dieses, wie gesagt, dieses, mich triggert das auch mal hart, dieses irgendwie so ein Bild zu erzeugen, was so völlig makellos ist, mit ich bin noch OPs und was weiß ich was alles und ich weiß nicht, irgendwie ist die Welt nicht so. Ich weiß nicht, ob uns das so gut tut als Welt irgendwie. Also so gesagt, geht bei der Optik los, geht bei dem, wie er gefilmt wird, weiter und geht auch letztlich auch bei dem Content weiter. Für mich ist das einfach, also natürlich kannst du, ich habe ja auch einen Glückskurs, aber es geht in meinem Glückskurs jetzt auch viel darum, warum wir eigentlich immer wieder an Scheiße denken, warum wir immer wieder negativ sind, weil da gibt es ganz klare Gründe für und das kriegst du auch nicht komplett raus, ne? Also wie gesagt, die moderne Psychologie, die geht ja, ich kenne jetzt nicht sein ganzes Programm von Bijong, die geht da so ihre eigenen Wege, die jetzt auch nicht leugnet, dass wir oft negative Gedanken haben. Also mein letzter Stand ist, das kriegst du nicht hundertprozentig abgestellt, das kriegst du nicht hundertprozentig abgestellt, das funktioniert einfach nicht. Und ja, dann zu sagen, ja, wenn du nur genug Glückskekse aufmachst, dann ist alles gut, funktioniert. Vielleicht nicht so, wie man denkt. Und bei ihm hat es irgendwie auch nicht funktioniert so, ne? Aber ich meine, sie, ich habe ihr mal ein bisschen zurückgeguckt, habe ja schon mal gesagt, sie hatte auch so diese Sprüche auf ihrem Kanal, so alle, du manifestierst ja irgendwie alles. Ja, denkt sie das jetzt auch noch? Bestimmt nicht. Denkt sie jetzt auch, das habe ich mir selber manifestiert, diese Scheiße hier. Im Leben passiert einfach Kacke. Und du kannst dann nicht dahin gehen und kannst dann sagen, ja, habe ich jetzt nur zu viele negative Gedanken gehabt. Ich glaube, das greift viel zu kurz. Was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Könnt ihr euch zum Kontrast auch gerne... Ist auch egal. Macht die fucking Kurse einfach. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.